Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The House of Da Vinci. Ja, wir schauen uns diese Konstruktion hier an und finden direkt mal eine Tetraeder, da weißt du, und machen wir rein hier Tetraeder. Mal gucken, was passiert. Okay. Ui. Okay, interessant. Ah ja. Römische Zahlen. Das ist interessant. Muss ich hier irgendwas beachten? Nö. Und muss ich hier irgendwas. Nö. Okay, alles klar. Sehr gut. Was haben wir hier? Ah! Eine Scheibe mit Gravuren. Das ist schön. Können wir die hier reinschmeißen? Ja. Wundervoll. Ha. Schön. Ah, okay. Damit können wir quasi Sachen von A nach B schieben. Dann machen wir das doch direkt mal und nehmen uns mal hier einmal die 4 raus, die 3 rüber, dann die 1 rüber, die 2 kommt erstmal hier rein, dann kommt die 4 hier rein und dann machen wir die 2 hier hin. Die 1 machen wir auch nochmal ordentlich. So. Das ist ein großer Cube. Ein Hexaeder. Ein ganz schön großes Hexaeder, muss ich mal so sagen. Heißt das, wir machen das jetzt einfach mal da oben rein, oder wie? Ah ja, doch, das sind schon so große Sachen, ja. Flupp. Mensch. Gucken wir uns mal die nächste Geschichte hier an. Okay, alles klar. Ich brauche wieder so eine Scheibe, oder? Ah. Oh nein, sie fehlt. Die Scheibe, sie fehlt. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Moment. Okay. Denn nee, ich war oder? Gucken wir noch mal hier mit drauf. Gucken wir noch mal hier mit drauf. Nö, okay. Gut, aber wir haben hier einen Knopf. Ah, ja, okay. Wow. Wir mussten einen Knopf drücken. Ja, wer hätte das gedacht? So. Scheibe hier rein. Okay. So. 4 ist so. Ach, jetzt muss ich das auch noch ordentlich. Ach nee, das passt schon irgendwie. Okay. Ja, dann nehmen wir mal die 2 hier raus. Und wir können auch gleichzeitig die 4 hier reinschmeißen. Ja, guck mal an. Das ist ja. Ist ja voll praktisch. Mensch. Na, dann können wir die 1 hier auch gleich reinschmeißen. Na, ein Träumchen. So, dann schmeißen wir die 3 hier rüber und die 2 hier hoch. Ja. Mensch. Das ist ja. Also, wer hätte das gedacht, dass das so einfach ist? Mensch. So. Oh, ein Objekt mit Gewindestange. Ja. Das flanschen wir auch gleich mal ordentlich zusammen zu einer Kugel, höchstwahrscheinlich. Würde ich jetzt mal so behaupten, weil das wahrscheinlich eine Form ist, die hier oben vermutlich notwendig ist. So. Ja. Mensch, wer hätte das gedacht? Ein bisschen einfallsreicher können sie ja schon werden, ne? So, tschüssi. Oh, okay. Der hängt fest. Oh, oder auch nicht. So, hier ist die Scheibe. Oder auch. Naja. Ach so, ja, okay. Ja, gut, das hatten wir jetzt auch schon, das Rätsel im Prinzip, ne? Na? Oder wie ist das jetzt hier gemeint?
ganz genau arbeiten hier? Ah ja, okay. Gut. Flupp. Und dann geht das hier auf. Na, ist ja ein Träumchen. So, dann schmeißen wir mal das Ding hier rein. So, jetzt kann ich quasi von dort aus so rüber und so weiter. So, dann nehmen wir uns erstmal die 4 hier zur Hand. Okay. Mhm. Ich verstehe. Das bedeutet mit anderen Worten, ich möchte ja die 2 hier auch erstmal, also die 2 muss ja auch in eine gewisse Form gebracht werden. So, und die 4, die ist jetzt richtig rum, deswegen mach ich mal die 1 hier weg. Mach die 4 hier rein. So, die 1 ist schon in der richtigen Form, deswegen ist das überhaupt kein Thema. Aber die 3 noch nicht, deswegen wird das problematisch. Nö, nicht wirklich. Jetzt, wenn ich die 1 hier durchziehe, dann ist das okay. Weil dann kann ich hier die 2 reinschmeißen. Und dann mache ich hier die 3 jetzt ordentlich. Und die 1 ist auch ordentlich. Ja, das war jetzt auch gar nicht so schwierig. Was haben wir hier? Ah, okay. Okay, ah. So, spezielles geometrisches Objekt. Gut, daraus machen wir jetzt wahrscheinlich ein, gute Frage, wie sie das jetzt nennt, ne? Zack. Ja, wir werden gleich erfahren, wie sich das nennt, denke ich. Bin eigentlich recht zuversichtlich. Ein Dodekaeder. Okay, wäre ich nie drauf gekommen. Ganz ehrlich, das wäre sowas von out of my range gewesen. Das, nee. Ich meine, ich nutze ja solche Würfel, aber. Also manchmal. Dude. Mach auf, ey. Finde ich voll nicht okay. Kann man hier am Rad drehen? Nee. Kann man noch nicht am Rad drehen? Okay. Jetzt ist die Frage. Oder. Achso, muss das. Nee. Passt das hier rein? Nee. Das würde mich ja jetzt auch wundern. Ich würde jetzt eher sagen, dass das hier reinpasst, aber ich weiß gerade nicht. Bin mir gerade nicht so sicher. Oh. Ah. Ah, ja, okay. Ja. Aus Versehen was richtig gemacht. Na, geht doch. So, flupp. Schmeißen wir das hier einmal rein. Öffnen wir den Kram mal auf. Zack. Okay, das sagt jetzt nicht allzu viel aus, nicht? Nope. Das sagt alles irgendwie nichts aus. Hm. Ja, gut. Aha. Guck mal, ja gut, okay. Das hatten wir jetzt auch schon zum dritten Mal oder so. Komm, jetzt mach das ordentlich hier. Vielleicht
diesmal anders gedacht ist. Ich meine, hätte ja sein können. Freunde, das hätte doch sein können. Don't judge me. Ja. Ich meine, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass das... Oder, ah, Moment mal. Oh, es ist fies. Ey, das ist so fies. Das ist aber voll fies. Ich mache das auf der anderen Seite quasi auf. Ach Mann, ey. Ja, okay. Gut. Ja. Kreuzkopf. Okay. Könnte es sein, dass ich das hierfür brauche? Interessant. Ein graviertes geometrisches Objekt und das möchte ich jetzt wahrscheinlich auch noch irgendwie... Oh. Okay. Ja, ein Oktaeder. Schön. Das finde ich in Ordnung. Das behalte ich. Das setze ich da oben jetzt nicht ein. Ich möchte das gerne behalten. Nein. Natürlich wird das hier auch noch eingesetzt. So, dann geht auch dieses Teil hier auf und dann werden wir mal schauen, was für ein weiteres Geheimnis hier... Oh. Der Kopf eines Rambocks und ein Zahnrad. Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich bin dann mal hier oben. So, ich würde ja jetzt behaupten, dass man das Zahnrad hier irgendwie mit rein schmeißen muss, aber offenbar bin ich da falsch informiert. Vielleicht muss ich auch erst... Nee. Aha. Der hat eine Schraube. So, brauchte ich irgendwo einen Rambock mit Schraube? Brauchte ich irgendwo noch eine Schraube? Also ich meine... Was war das hier? Nee, ne? Da brauche ich das auch nicht. Oh, ja, hier kann man eine Schraube reinschmeißen. Oh, wow. Gravierter Metallgriff. Schön. Ah, okay. Der geht wieder zu. Okay. Und den gravierten Metallgriff, muss ich da noch irgendwas machen? Nee. Das ist aber nicht für das Teil, sondern das ist tatsächlich für da hinten. Wahrscheinlich für hier. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Ja. So. Ah ja. Es kommt eine Kirche hervor. Oh. Okay, und hier ist irgendein Band. Okay. Kann ich hier irgendwas zu sagen? Nein. Okay. Kann ich hier überhaupt irgendwas zu sagen? Kann ich... Ah, okay. Gut, also da oben ist ein viereckiges Etwas, dort ist ein solches Etwas und hier ist ein seilmäßiges Etwas. Kann ich irgendwas dazu sagen? Oh ja, ja, kann ich. Alles klar. Dann malen wir mal hier unseren Stuff zusammen. Okay. Also hier brauche ich einen Schlüssel für offenbar und muss dann die Kollegen hier noch ein bisschen umändern. Aber dazu brauche ich erstmal den Schlüssel, nicht wahr? Aha. Habe ich's doch gewusst. Habe ich's doch gewusst. So. Klack. So. Ungefähr so.
Da war ungefähr. Na. So? Ja, okay. Lass uns noch mal einen Cube malen. Reicht das so? Nee. Muss schon irgendwie so ein bisschen ordentlich machen, ne? Oh, wow. Ich glaube, das hat nicht geklappt. So, dann machen wir es jetzt nochmal ordentlich hier. Ja, mein Gott. Man kann ja wohl auch mal ein bisschen künstlerisch neben der Spur sein. So, ungefähr so und ungefähr so. Oder nicht? Ah, okay. So. Moment. Ja, also Moment mal. Wir müssen hier jetzt stehen. Ich meine, das ist eine Position. Das ist eine Position. Ach, Moment mal. Ach, so muss das sein. Ja, guck an. Ja, weil jetzt geht das nach vorne, okay. Ja, wow. Okay. Jetzt brauche ich eine ein Zahnrad? Nee. Jetzt brauche ich wahrscheinlich. Was brauche ich denn jetzt? Kann mir hier irgendwas sagen? Nee, nicht mehr. Das ist nicht mehr möglich. Oder ich gucke mal da. Na, nee, da unten kann ich gar nicht gucken. Nee, das ist quasi jetzt fertig. Muss jetzt eher gucken, dass ich hier Sachen finde. Okay, hier scheint etwas drin zu sein. Okay. Dort nicht, dort auch nicht, dort auch nicht. So, das bedeutet also, mit diesem etwas ist da irgendwie was. Und was haben wir hier? Oh, ah. Flup. Ah. Ein Klappmesser. Yay. Ein Klappmesser, was aufgeklappt ein Messer ist. Oh, wer hätte das gedacht? Unglaubliches passiert. So. Wow, okay. So, was kann ich jetzt? Ach so war das da, okay. Das hätte man ja auch mal wissen sollen. Dass man das, ja, okay. Ja, ich habe nicht gemerkt, wozu. Ah, okay. Na, stop! Wow, okay. Das heißt also, ich möchte das so möglichst... Oh nein. Nein. Okay. Ein Glück. Die silberne Taubenkurbel. Wer kennt sie nicht? Dann tauben wir mal hier rum. Okay. Oh, wow. Ein sechseckiger Block. Ein sechseckiger Block kann das manchmal sein, dass ich den... Irgendwo, nee. Brauchte ich den hier irgendwo?
Also ich meine, ich habe ihn ja hier gerade rausgenommen und ich kann ja jetzt nö. Ein sechseckiger Block. Ich guck mir den mal an. Wahrscheinlich kann ich hier irgendwie. Aha. Oh wow. Er ist so riesig. Oh Gott. Es ist so ein großer sechseckiger Block. Ein sechseckiges Gewicht. Ah, jetzt weiß ich natürlich sofort, wo ich das. Kann ich das hier oben anbringen? Nee. Nee. Sind alles. Oh. Oh. Oh, wait. Oh, hier brauchen wir das. Gut, dass ich das noch gesehen habe, okay. Hätte ich mich ja jetzt schon wieder stundenlang mit aufhalten können. Oh. Ist das der nächste Bereich? Nee, das ist einfach nur dunkel. Okay. Das ist halt einfach nur dunkel. Okay. Schön. Oh, okay. Ein geschmiedetes Metallornament. Was ist das hier? So aus, als wenn ich das noch irgendwie nutzen könnte. Sieht allgemein so aus, als wenn man das irgendwie noch nutzen kann. Aber ein geschmiedetes Metallornament. Das könnte man ja vielleicht hier einsetzen. Kann man das hier noch verändern? Nee, ah, aber hier, das sagt mir alles, was ich benötige. Tschüss. Und nu? Das ist, ja, das ist, das ist die Zielscheibe, definitiv. Kann jetzt nochmal kurbeln. Tatsächlich kann ich das, ja. Oh, wow. Ja, ich denk mal, das ist okay so. Ich denk mal, so war es gedacht. Wir gucken mal, ob es klappt. Nicht ganz, nicht ganz. Na gut. Ja. So hier ungefähr, ne? Na. Oh, ah, okay. Ja, das sieht eigentlich. Zeig mal. Ein Stückchen noch. So. Nee. Ach, jetzt ist es. Oh Gott. So weit nach da. Okay. Nein, ist jetzt wieder zu weit nach da. Close enough. So. Jetzt aber. Jetzt sollten wir das packen. Yes. Es ist eine Zwischensequenz. Yeah. Ui. Eine Kriegsszenerie. Oh nein. Geht es jetzt auf? Ah, ja. Dadurch kommt das Licht hier durch. Okay. Eine weitere von Leonardos Maschinen oder wie auch immer. Okay. Okay. Hä? Was? Oh Gott.
Okay. Okay. Interessante Sache. Ach so, jetzt ist das... Ja, ich meine, der passt ja jetzt so einigermaßen. Ja, so gut, der passt jetzt auch. Was verpeile ich hier gerade? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss irgendwie... Kann ich nicht irgendwie mal da genauer lesen, was da steht? Weil das für mich ganz wichtig wäre, was da steht vielleicht? Kann ich genau sagen. Ja, okay. So. Jetzt haben wir das durch. So. Ja, es war jetzt eher so ein Zufallsding, ne? Okay, eine Schriftrolle. Das ist schön. Wenn du diesen Brief liest, haben die Umstände es nicht erlaubt, dass ich zur Werkstatt zurückkehre und dass sich meine Befürchtungen bestätigt haben. Nicht nur meine letzte Arbeit, sondern auch das ganze Wissen, das im Laufe meines Lebens erworben habe, ist in Gefahr. Aber du musst weitermachen. Ich flehe dich an, jetzt nicht aufzugeben. Folge den Zeichen und Spuren, die ich dir hinterlassen habe. Ja, natürlich. Ich schraube hier mal so ein bisschen am Mond rum. Oh, okay. Okay, alles klar. Wahrscheinlich muss ich da wieder entweder das oder das hier nutzen. Ah ja, okay, alles klar. Wir nutzen natürlich wieder unseren krassen den Kram hier. Oh. Ah, okay. Das wollen wir haben. Der Heilige Gral. Sehr schön. Den wollte ich schon immer mal haben. Wahrscheinlich so und dann nochmal so. Und dann nochmal so. Damit ich das. Damit ich die Dinge hier wegschieben kann. Oh nein, der Gral, der ist runtergegangen. Das geht doch nicht noch, Leute. Mensch, jetzt haben sie extra den Gral da und dann lässt man den einfach runterfallen, oder wie? Mensch, was soll das denn? Naja, so ist das eben manchmal mit dem Heiligen Gral. Achso, ich sollte vielleicht... was? Gibt es hier irgendwo einen Lichtschalter? Ja, gibt es. Schön. Das gefällt mir. Okay. Was sich in diesem Wendelgang befindet, oder am Ende dieses Wendelgangs vielmehr, das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden und ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe ihr auch, und wenn das so ist, dann lasst gerne ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Lasst auch gerne ein Like da, damit ich weiß, dass euch diese Reihe gefällt, und dann wünsche ich euch einen traumhaften Abend.
Tag oder wann auch immer, schauen wir bis zum nächsten Mal.